Die Union wird am Freitag das Sicherheitspaket der Ampelregierung im Bundestag ablehnen. Herzlich willkommen. Wir haben in dieser Woche jetzt endlich die zweite und dritte Lesung des von der Koalition schon seit mehreren Wochen angekündigten sogenannten Sicherheitspaketes. Die Ampelfraktionen haben im Laufe der Beratung der letzten Wochen das ohnehin nicht ausreichende Paket der Bundesregierung noch weiter aufgeweicht und verwässert. Wir werden diesem Paket deshalb nicht zustimmen. Merz kritisierte ebenso wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, dass Zurückweisungen an deutschen Grenzen fehlten und der Austausch biometrischer Daten zwischen den Behörden nicht mehr schon bei schweren Straftaten vorgenommen werden darf, sondern nur bei besonders schweren Straftaten möglich sein soll. Ursprünglich hatte es die Hoffnung gegeben, dass die Ampel und die größte Oppositionspartei die Gesetzesverschärfungen gemeinsam beschließen würden. SPD, FDP und Grüne hatten das Paket nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind darin erhebliche Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Migranten, mehr Möglichkeiten der Sicherheitskräfte im Kampf gegen den radikalen Islamismus, etwa biometrische Gesichtserkennung oder automatisierte Datenanalyse und eine Verschärfung des Waffenrechts, vor allem mit Blick auf Messer. In Solingen waren bei dem Messeranschlag Ende August 3 Menschen getötet worden. Mutmaßlicher Täter ist ein Mann aus Syrien. Er sitzt in Untersuchungshaft.